Ja, moin, lange nicht gesehen, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus, die News. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte News-Video veröffentlicht habe. Und es ist auch gar nicht so, dass es nichts zu zählen gab, sondern dass ich einfach keine Zeit habe. So sieht's aus. Ich fahre heute auch das allererste Mal, ich glaube seit 2 Monaten wieder Harley. Und habe mir gedacht, die halbe Stunde, die ich mir jetzt gönne, nehme ich euch direkt mit. Eigentlich fahre ich ganz gerne Harley nur für mich alleine. Da bin ich wieder. Weil ich das genießen will. Für mich ist Motorradfahren mittlerweile wirklich eine sehr angenehme Abwechslung zum Tagesgeschäft, also zum Autofahren, und somit eine kurze Runde auf dem Motorrad entspannt mich wirklich ungemein, deutlich mehr als jetzt zum Beispiel, wenn ich den GR Yaris nehmen würde oder gar den Porsche. Ja, ich melde mich heute mal einfach, weil ich ich brauche einen kleinen Augenblick Pause, bevor ich mich hier meinen normalen Aufgaben widme. Davon habe ich nämlich wieder reichlich. Ich bin gestern mit Jens unterwegs gewesen. Wir haben 1400 Kilometer abgerissen, eigentlich sogar noch ein paar mehr. Denn wir haben einen Wohnwagen nach Jandelsbrunn, das ist bei Passau, zurückgebracht. Den hatten wir uns geliehen. Quasi ein Pressetester, diesmal ein Wohnwagen, nicht um zu campen, sondern weil wir Verbrauchsfahrten mit Elektroautos vorgenommen haben. Und ich habe eben mal hier gesessen und überschlagen, ich bin in den letzten sechs Wochen gut 10.000 Kilometer gefahren. Das machen andere nicht in einem Jahr. Ich habe das jetzt in 6 Wochen geschafft. Ich war ja vor 6 Wochen in den USA, 1.600 Kilometer. Dann habe ich mit Eckart eine Verbrauchsfahrt gemacht, 1.500 Kilometer. Ich war bei Opel in Rüsselsheim für die 125-Jahre-Feier. Da habt ihr hier auch das Video gesehen, das Vlog. 700 Kilometer. Ich habe den Wohnwagen in Jandelsbrunn auch abgeholt. Da bin ich nach München reingeflogen, habe mir einen BMW geholt, bin dann von München nach Jandelsbrunn und von da aus dann mit dem Anhänger nach Hause, 900 Kilometer. Habe den Wohnwagen dann hinter den Volvo XC90 T8 gehängt und bin einmal den ohne Wohnwagen gefahren auf unserer Verbrauchsstrecke, die 155 Kilometer lang ist. 450 Kilometer. Dann hatten wir 4 Elektroautos hier und mit den 4 Elektroautos sind wir jeweils gefahren. Diverse Sachen, das erkläre ich später, aber kann ich auch jetzt erklären. Das Video oder die Videoreihe wird dann im Juli erscheinen. Wir haben quasi den Wohnwagen nicht nur hinter die Elektrofahrzeuge gehängt und sind damit einmal 80 und einmal 100 gefahren, sondern hatten auch einen Fahrradträger noch zur Verfügung und für 2 Autos eine Dachbox. Dazu sind wir das Auto auch nackt gefahren, also ohne irgendwas dran, um den normalen Verbrauch zu ermitteln, sodass wir dann die Abweichung mit Hänger oder Fahrradträger halt schön rausstreichen können. Neben dem Volvo und den 4 Elektrofahrzeugen hatte ich auch noch einen Amarok hier, mit dem bin ich 2 Runden gefahren, also mit die beiden Anhängerrunden, 300 Kilometer. Dann war ich jüngst noch unterwegs in Barcelona. Auf dem Rückflug hat mir die Lufthansa meinen Flug gestrichen. Da bin ich dann mit dem Auto nach Hause gefahren, 700 Kilometer. Dann war ich jetzt mit Jens den Wohnwagen wegbringen, 1400 Kilometer und 550 Kilometer, einfach so Flughafentransfer. Komme ich auf 9300 Kilometer und damit eingerechnet sind ja nicht die Strecken mal eben hier zum Büro und wieder zurück und hier und da und so Kleinigkeiten, die man halt so macht, die wir ja gar nicht zählen. 50 Kilometer sind ja für uns eigentlich überhaupt keine Entfernung mehr. Ja, und schwuppdiwupp bist du bei 10.000 Kilometern in 6 Wochen. Und das zeigt aber auch, glaube ich, ganz gut, was wir im Moment zu tun haben, was wir schaffen müssen und dass es ja, sehr herausfordernd ist, das Leben. Ich versuche nicht zu jammern. Achtet mal auf meine Formulierung, mit denen ich das durchbringen möchte. Gut, und weil ich heute noch 2 Videos drehen muss, einmal möchte ich vom Smart Hashtag 3 noch ein Kofferraumvideo drehen. Die Kofferraumvideos hier auf Ausfahrt TV Plus/Autohive, die greifen langsam. Das war mir klar, als ich das Format angefangen habe, dass das kein Selbstläufer ist und dass das nicht von heute auf morgen geht. Und heute gibt es auch immer noch Videos, die dümpeln bei 300-400 Views rum. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich halt weiß, dass die irgendwann kommen werden. Ich habe dem Format auch eine eigene
eigene Homepage spendiert mittlerweile, kofferraum-check.de. Und seitdem ich da die Videos auch mehr oder weniger regelmäßig einpflege, funktioniert das auch nach und nach immer besser. Ich merke das halt dadurch, dass ich auf die alten Videos jetzt neue Kommentare kriege. Das ist immer ein ganz gutes Indiz, dass YouTube dazu übergegangen ist, diese Videos entsprechend gut zu behandeln. Ja, und heute drehe ich halt noch ein Kofferraumvideo vom Smart Hashtag 3. Dann steht vor der Tür hier in der Man Cave auch noch ein Maxus E-Delivery 7. Das ist im Prinzip ein Bulli, so auf T6 Größe, der batterieelektrisch aus China kommt. Und da will ich noch ein kleines Review zu drehen, weil ich eigentlich ganz angetan von dem bin. Ja, das sind dann zwei Videos und morgen geht's dann schon wieder los, fliege ich nach Bilbao, um da den den Audi Q6 e-tron zu fahren. Also endlich dürfen wir da auch mal dran, da ist gerade die Fahrveranstaltung und Audi hat uns freundlicherweise berücksichtigt. Ja, und danach ist dann für mich, also auf diesen Tag arbeite ich hin, Donnerstag, Freitag sind wir da unterwegs. Und danach kehrt ruhige Zeit ein. Also ab Freitag, den 28. hoffentlich für über einen Monat, ich denke eher für 2 Monate, wird es dann ein bisschen ruhiger. Wir haben noch Fahrveranstaltungen, 1. und 2. Juli Mitsubishi ASX, dann 9.10. Renault Symbios. Und ich werde auch noch irgendwie am 16. zu Cupra fahren. Da dürfen wir den Terramar filmen, eine Sitzprobe. Ich weiß aber nicht, wie da die Sperrfrist ausläuft. Und das liegt eigentlich schon in unseren Betriebsferien. Eckert und ich haben uns schon vor längerer Zeit hingesetzt und geguckt, wann überschneiden sich die Ferien, die Sommerferien bei uns, unserer Familien. Das ist ja gar nicht so unwichtig. Und haben da 2 Wochen rauskristallisiert. Haben wir also vom 15. bis zum 29. Juli Betriebsferien. Ne? Das ist auch mal ganz schön, wenn man das so nennen kann. Ich werde vermutlich nicht ganz, also gar nicht zu machen, sondern ich habe mir ganz fest vorgenommen, hier einige Projekte einfach abzuschließen für mich. Autoverkäufe voranzutreiben. Da ist ja einiges im Argen, was mir im Prinzip seit über einem Jahr jetzt schon auf den Fingern brennt. Der Porsche geht weg. Ich möchte den Bulli endlich abholen. Der steht immer noch bei dem Herrn, der den TÜV drauf gemacht hat und den auch veräußern. Der Yaris muss weg. Da will ich noch die letzten Videos jetzt endlich final drehen. Und ich freue mich tatsächlich sehr, hier in der Man Cave nochmal groß aufzuräumen. Sollte ich zeitnah nochmal ein zweites News-Video drehen, dann werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen in die Man Cave diesmal. Denn hier habe ich ein bisschen umgeräumt, auch schon vor langem. Das gefällt mir sehr gut und da kann ich euch auch mal teilhaben lassen. Und ja, so ist einiges zu tun, trotz Ferien. Vielleicht fahren wir auch noch ein paar Tage weg privat. Weiß ich alles noch nicht so genau. Das wird sich bei uns spontan entscheiden erst. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, und im August gibt es dann auch schon wieder die ersten Termine. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir die Sachsen Classic mitfahren. Das hat sich eigentlich angekündigt. Toyota hat uns eingeladen und Anfang September ist dann wieder die Cremen 21, die Youngtimer Rally. Eine Woche drauf die ED1000. Mal gucken, ob wir die mitfahren. Ach, da ist schon einiges, was halt kommt. Wir wissen auch schon, dass im Oktober die Renault 5 Fahrveranstaltung liegt. Da freue ich mich richtig drauf. Und im Oktober werden wir wahrscheinlich auch beide nochmal Urlaub machen, Eckert und ich. Ja. Ich gucke mich gerade selber an, während ich das einspreche, nicht weil das Bild unbedingt mit dem Ton korrelieren muss, aber ich habe wirklich richtig Spaß in den Backen. Das sieht man natürlich nicht durch den Helm, aber Motorradfahren ist für mich wirklich nochmal eine Möglichkeit, den Kopf frei zu kriegen, auch wenn ich hier tatsächlich versuche zu moderieren. Leider hat das Tongerät, was ich mit hatte, gar nicht aufgezeichnet, darum spreche ich das jetzt nochmal vom Schreibtisch aus ein, aber ich werde das, glaube ich, öfter machen. Jetzt wirklich den Ton im Nachhinein einsprechen, dann kann ich die Motorradfahrt nämlich noch mehr genießen und so ist es ja gedacht, das soll zwar schon so ein bisschen Arbeit sein, aber mir auch immer helfen, von der Arbeit den Kopf frei zu kriegen, also eine wohlgestaltete Arbeitspause in der Arbeitszeit, damit ich einfach wieder ein bisschen frischer bin, denn ohne zu jammern, einfach mal real, mein Leben steht Kopf, ja, so ist es tatsächlich, nein, das war wirklich so viel in den letzten 6
Wochen, sage ich mal, eigentlich in den letzten 12 Wochen. Und gerade die letzten 3 Wochen hatte man das Gefühl, wir sind überhaupt nicht mehr zu Hause, sondern wir sind immer nur noch hier und da und irgendwo. Aber mit zu Hause und Erholen und viel Schlaf hatte das wenig zu tun. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der Flugplan der Lufthansa ja mittlerweile so zusammengestrichen ist. Boah, jetzt wird mir schwindelig, während ich mir selber zugucke, dass wir, wenn wir morgens losfliegen müssen, ist das immer, heißt das immer 4 Uhr aufstehen, damit du um 5 am Flughafen bist und irgendwo hinfliegst, also vorzugsweise erstmal nach München oder Frankfurt und dann weiter zu fliegen. Es gibt auch immer wieder Stimmen, die dann sagen, in der deutschen Flüge richtig scheiße, bin ich total bei euch, aber wenn ich bis nach Frankfurt fahre, muss ich noch früher aufstehen, habe noch mehr Ungemach dazwischen, weil ich dann nicht weiß, wie das aussieht mit Staus und ob ich den Anschlussflug kriege und wie voll das dann in Frankfurt ist. Eine Zeit lang habe ich das gemacht. Im Moment geht das einfach nicht. Kriege ich auch nicht hin. Und vor allen Dingen dann, wenn ich abends um 8 Uhr lande, aus Frankfurt nochmal 3 Stunden zurückfahren, das schaffe ich einfach körperlich gerade gar nicht. Von daher, auch da freue ich mich wirklich auf die 2 Wochen, die da kommen werden. Und ich weiß, es wirkt dann schon wieder jetzt hier alles wie so eine Jammernummer. Aber ganz im Ernst, ich bin einfach platt. Ne? Ist einfach der Akku alle. Und diese 2 Wochen brauche ich ganz dringend. Und auch da möchte ich dann immer mal wieder eine Runde Motorrad fahren, um den Kopf frei zu kriegen und mich dann wieder auf andere Sachen konzentrieren zu müssen. Eckart und ich werden nach unseren Betriebsferien uns auch zusammensetzen und unsere komplette Zusammenarbeit mal eruieren. Da geht es einmal um Fahrveranstaltungen natürlich, wie wir die da drehen, wie wir fliegen, wie viel Zeit wir wirklich auf Events verbringen. Wir wollen das alles mal von oben herab. Nee, das hört sich arrogant an, ne? Aber wirklich das Ganze nochmal fein auffächern, um zu gucken, wo verlieren wir so viel Zeit, warum haben wir das Gefühl, dass wir nur noch arbeiten und überhaupt keine Freizeit mehr haben und wie können wir das besser gestalten und dabei dann auch nochmal einen Blick auf unsere Formate werfen. Ich bin sehr dankbar, was Ausfahrt-TV angeht. Seit Anfang des Jahres geht das wieder mit den Zahlen bergauf. Die Kommentare richten sich nicht mehr gegen Eckart und mich oder das neue Format, sondern vornehmlich gegen die Autos, die wir vorstellen, was auch ein bisschen frustrierend ist für uns als Redakteure und Moderatoren, weil du gibst natürlich alles, um ein gutes Video zu produzieren und kriegst dann halt trotzdem nur irgendwie Kommentare, die deine Arbeit wenig würdigen, sondern dann entweder auf dir rumhacken, also jetzt im Moment nicht mehr so, oder auf den Produkten, die du vorstellst. Und ich verstehe das alles, Verständnis meinerseits ist auf jeden Fall vorhanden, aber bitte versteht auch, dass es für uns teilweise wirklich frustrierend ist und in Teilen dann auch belastend für die Seele und Psyche. Ja, nichtsdestotrotz funktioniert das ganz gut. Auch das Verbrauchsformat, was wir bei Asphalt Art veröffentlichen, was wir ja auch quasi neu gestaltet haben, wird erstaunlich gut angenommen. Dazu haben wir für Eckart noch ein Wissensformat, da arbeiten wir auch noch mal ein bisschen dran. Und das Kofferraumformat, habe ich ja gesagt, hier auf Ausfahrt TV Plus hat sich mittlerweile auch so ein bisschen eingependelt. Dahingehend ist alles gut, aber es ist halt auch klar, insbesondere, das haben wir in der Vergangenheit gelernt, wenn du nicht stets am Ball bleibst, du kannst ja eigentlich keine Pause gönnen, um mal durchzuschnauben, sonst sagt der Algorithmus gleich wieder, ach, du machst keine Videos, ja gut, tschüssi, ne, und mach's gut. Ja, da müssen wir halt sehen, dass wir das auch noch ordentlich hinkriegen. Gut, kurze Pause hier innehalten am Stoppschild, nochmal die Gedanken schweifen lassen. Ich bin jetzt auch weitestgehend testwagenfrei bei Eckart, der kriegt nochmal einen Bentley Bentayga und einen Ford Bronco, mit denen er beiden Verbrauchsfahrten machen wird. Die Verbrauchsfahrten, selbst wenn euch die Verbrauchsfahrten nicht so interessieren, der Anfang bei den Asphalt Art Videos ist immer so ein Mini-Review, eine ganz kurze Vorstellung. Wenn ihr zumindest mal eine Idee haben wollt, wie das da aussieht, das Auto, dann guckt euch die ersten Minuten halt nur an und skippt die Verbrauchsfahrt, kann ich nur empfehlen. Ja, und ich werde mich jetzt oder begebe mich hier zumindest im Video auf den Rückweg. Ich sitze ja mittlerweile wieder im Büro und werde jetzt auch meine beiden Videos drehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen vielleicht auch und irgendwie müsste ich mich jetzt hier langsam mal verabschieden. Komm Jan, wink mal. Nein? Willst du immer noch ein Stückchen weiterfahren? Gibt's doch gar nicht. Komm Kerl, jetzt verabschiede dich doch endlich mal hier.
Ich kann auch nichts mehr sagen im Prinzip. Ich werde dich zu einem harten Cut machen. Ich verabschiede mich bei euch. Kinder, macht's gut da draußen. Bleibt gesund. Nee, ich weiß noch, was ich gesagt hatte. Geht's euch gut? Ne? Habe ich früher mal regelmäßig gefragt während der Corona-Zeit. Ist irgendwie jetzt untergegangen. Schreibt's mir doch gerne mal in die Kommentare. Nach Corona-Zeit seid ihr auch so voll wie wir? Oder sagt ihr, Mensch, das Leben ist nach Corona wieder richtig lebenswert geworden? Wie geht es euch psychisch, physisch und überhaupt? Interessiert mich wirklich, mich interessieren ja durchaus die Gegebenheiten bei euch da draußen, meinen Stammzuschauern. Ausfahrt TV Plus ist ja nach wie vor so ein bisschen Kuschelkanal, zumindest wenn ihr dieses Video schaut, habt ihr ein erweitertes Interesse an Ausfahrt TV und vielleicht auch an meiner Person und es geht euch nicht nur um schnöde Autos. Ja, tschüss, bis dann, euer Jan sage ich hier und jetzt bin ich auch weg. Ciao.